den Tschechen wieder ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Aber das ist natürlich nicht so einfach und geht nicht von heute auf morgen. Ja, aber vielleicht mit so einem Jungen, mit einem 19-Jährigen. Schauen wir ihm mal zu, Fratise Gleischek. Ja, der kommt natürlich jetzt direkt von der Junioren-WM mit Zakopane. Er ist dort auch nicht ganz vorne gelandet. Wir sehen ja nachher noch Daniel Czofenik, den Junioren-Weltmeister, den Österreicher. Und hier ist auch mehr Skispringen, haben wir hier gesehen, von Leszek. Aber natürlich, die Grundtechnik passt. Es braucht halt dann auch wirklich Kontinuität und Qualität auf höchstem Niveau. Das braucht ein paar Jahre. Der erste und einzige 200er ist von Joachim Oedegaard Björing, der natürlich in Führung ist mit 205,5 Meter. Dann kommt Andreas Schüler mit den 190 Meter. Fatih Arta Epsiolo, unser türkischer Skispringer, der uns die ganze Saison schon immer in Atem hält und eben auch schon begeistert hat. Er, also auf der Skiflug, schon, du hast gesagt, er hat hier in Vikersund ganz ordentlich geschlagen. Ja, hier ist er meistens nicht so gut gekommen, jetzt ist er, hat er aber besser gefallen. Hey! Bei der Landung müssen wir immer zittern bei ihm. Aber jetzt kommt er langsam in Schuss. Also toll, wie er sich rangearbeitet hat. Also ich habe ja das schon verfolgen können heute. 126, 143. Und jetzt? Das war ja ganz was anderes. Also toll, wie lernfähig der junge Mann ist hier. Was der in dem Winter wirklich dazugelernt hat. Hier auch mutig, richtig mutig. Der will unbedingt. Man sieht es an der Körpersprache. Der gibt alles hier in der Luft und gibt auch noch alles bei der Landung. Und hat ja, und hat ja ein tolles Flugsystem. Also er hat ja die Dynamik, die er immer wieder zeigt. Und geht auf 4. Tolle Geschichte. Jetzt kommt der Flieger, den du schon angekündigt hast, Andrzej Stekala, gerade den Kontinentalcup in Zakopane gewonnen. Ja. Das müsste jetzt eigentlich auch funktionieren bei ihm. Die Bedingungen sind gut. Hey, ja. Der war richtig weit. Jetzt sind wir schon bald bei 210. Da sieht man, wie es Spaß macht. Gut, genug Anlauf. Bisschen bessere Bedingungen. Hatte nur 6 Pluspunkte. Und dann geht richtig was weiter. Ja, hat wieder ein bisschen mehr Rückenwind als die Springer vor ihm, aber souverän 216,5 Meter. Ja, der wird sich auch fragen, letztes Jahr war ich so gut, wo war meine Form die letzten 6 Monate oder die letzten 4 Monate? Kurz vor Schluss kommt er wieder langsam in Schuss. Die Polen fangen sich an zu erholen. Ja, dann in Richtung nächste Saison dann. Jetzt ist es ein spätes Erwachen. Auch bei Alexander Znischol könnte das Gleiche gelten, aber halt auch schon einer der älteren Jahrgänge. Ja, das ewige Talent der Polen, Jahrgang 94. Jedes Jahr wartet man auf den Durchbruch. 200 hat er geschafft, aber der Durchbruch ist es immer noch nicht. Es wird interessant, wie es in Polen weitergeht. Mit welchem Trainer, mit welchen Schwerpunkten. Spannende Saison vor uns. Jetzt geht es mal darum, diese Saison gut zu beenden. Stekala und Znischol haben einen kleinen Teil dazu beigetragen. Darf ich schon wieder vorausblicken? Du blickst, lass mich raten, auf Domen Priots. Ja, genau. Aber wir haben noch Presadola und den sollte man nicht übergehen, weil der Italiener ist auch gut geflogen. Und dann kommt Domen Priots, der den zweiten Trainingsdurchgang gewonnen hat. Aber freuen wir uns mal über den Italiener, der auch eine tolle Figur macht auf der Skiflugschanze, weil fliegen kann er, das haben wir heuer schon oft gesehen bei ihm. Im Vikersund 218 Meter zuletzt. Steck rein den Kopf zwischen die Ski. Ah, nicht schlecht. Ja, zeigt, hast du gesehen, deine Handbewegung, das zeigt er an. Knapp war's dran, knapp war's dran. Aber wir sehen jetzt schon, wir kommen jetzt dann doch hier in diesen Bereich. 197 Meter, also noch haben wir nicht mal eine Kuh. Wir haben noch nicht mal, einer hat sich fix qualifiziert. Deswegen wird das irgendwo in diesem Bereich sein. An die 200, und zwischen 190 und 200 wird man schon springen müssen, vermute ich mal. Presadola ist schon mal Vierter. Hinter Znischol, Björing Zweiter, Stekala Erster. So, jetzt haben wir Domen Priots, ein Flieger par excellence.
Und du hast gesagt, gerade das zweite Training gewonnen. Und ja, da können wir uns jetzt freuen. Wenn ihm einer gelingt, Robert Gotha, sein Trainer. Ich glaube, die Jury hat ein bisschen Angst jetzt hier, weil es ist ganz wenig Rückenwind. Wenn der Mann die Nerven behält, haben wir jetzt alle Spaß und er am meisten. Hat er gut gemacht bis hierher. Stabilisiert sich. Aber hat wieder ein bisschen abgeschnitten. Seine Handbewegung gefällt mir nicht. Es hat auch was leicht Überhebliches hier. Man hat jetzt im ersten Moment gedacht, es funktioniert, aber es ist ihm auch schon passiert in Vikersund, dass er dann, wenn er etwas zu seinem Grundstil, der ja schon wahnsinnig aggressiv ist, wenn er dann noch was dazulegt, dann unterschneidet er, dann taucht er eigentlich unter der Welle durch, dann hat er etwas zu wenig Geduld und das ist ihm jetzt passiert. Hohe Geschwindigkeit im Sprung, aber etwas zu wenig Höhe. Sind 211 Meter, Rang 3, ja, die Quali ist es, damit kann man schon mal zufrieden sein. Und da schreitet der Eisei, der Tat, Markus Eisenbichler. Dekadin aus den USA, der Nächste. Den Turm haben sie ein bisschen angemalt hier. Mhm. Habe ich mir auch gerade gedacht, das war der also hat mir früher besser gefallen. Ja, das war so eine wüste Stahl-Holz-Verschalung. Ja, ja. Ja, weiß ich auch noch, genau. Jetzt hat man da ein bisschen was Moderneres dahin gebastelt. Muss ich mir ein bisschen zuerst mal gewöhnen hier an diese Farbkombination. Ja, ja. Aber die Position der Kamera, da kann man sich ja freuen. Unter dem Schanzentisch beim Absprung bei Dekadin 165 wird nicht reichen für den US-Amerikaner. Okay, die Amerikaner tun sich schwer. Es wird auch gemunkelt, dass es möglicherweise einen Trainerwechsel gibt bei den Amerikanern, aber ich wollte jetzt noch nicht Gerüchte verbreiten. Mal schauen, wie das weitergeht. Es wäre toll, wenn die Amerikaner weiterhin bei der Stange bleiben. Ein paar Talente haben sie. Bendik Jakobsen Hegli, stark in Oslo bei der Raw Air. 11. in der Quali und 20. im Wettkampf. Na gut, die Norweger fliegen und fliegen. Oh. Wo will denn der hin? Wo das will denn der nicht hin? Der zieht den Domen Preutz hier ab, als wäre es nix. Müssen wir uns hier einen neuen Namen gewöhnen? Ja, 226 Meter. Wunderschöner Flug. Da springt er auch die gleiche Skimarke wie der neue Skiflug-Weltmeister wie Marius Lindwig hier. Das hat jetzt gut ausgesehen vom Gesamtsystem. Da freut sich der Alex zu Recht. Alex Stöckel, er kann ja schon mal zwei Checkhaken machen von seiner Wunschliste. Er wollte ja Olympiasieger werden unter seiner Ägide, also ein Springer unter seiner Ägide Olympiasieger werden, Weltmeister. Es fehlt halt noch die Tourneen. Es fehlt die Raw Air im eigenen Land und es fehlt die Vierschanzentournee in seiner Sammlung. Arti Aigro. Und er ist flach. Jetzt war die Linie schon weit unten hier. Weil der hatte sogar ein bisschen Rückenwind hier, der Benedikt Hegli Jakobsen. Das ist ja unglaublich. Der hat 12 Punkte Vorsprung. Das könnte ja für Top 10 reichen. Das war sicher der beste Flug seines Lebens. Mir ist der Name auch noch nicht so geläufig. Toll, wie es dem Alex auch gelingt und dem norwegischen Verband immer wieder einen Jungen zu entwickeln, der sich dann, wenn er sich präsentiert, dann auch gleich mal im Vorderfeld präsentiert. Tolle Geschichte. Ja, der war eben da in Oslo, war er ja bei der Raw Air und tauchte dann eben auch so auf aus der Quali, auf den 11. Platz gesprungen. Das war auch. Das war richtig gut, ja. Unerwartet und dann im Wettkampf hat das bestätigt mit dem 20. Wir kennen Sie bald, Klaus. Der Medaillengewinner von Olympia mit dem kanadischen Team. Kann der fliegen? Ja, der kann. Ja, fast drüber gekippt hier. Gut. Mal kurz am Limit hier. Am Vorbau hat man gesehen, wie die Ski ein bisschen gependelt haben. Die Spitzen haben sich leicht nach unten bewegt. Aber dann hat er es noch gut gemacht. Aggressive Position. Man sieht die Entschlossenheit im Gesicht. Sehr weit vorne mit dem Schwerpunkt.
Und jetzt kommt die Phase, wo er fast ein bisschen zu viel macht. Aber dann hat er es wirklich echt gut rausgezogen. Man kann auch viel mitnehmen aus der heutigen Saison. Auch mit einer Medaille dekoriert. Ja. Da kann er wirklich viel mitnehmen aus dieser Saison. Mackenzie Beuth-Klaus. Und dann haben wir schon Philipp Raimund, der eben auch aus der nationalen Gruppe angetreten ist und schon in die Punkte gesprungen ist. Und er ist der Lokalmatador zusammen mit Karl Geiger vom Skiclub Oberstdorf. Philipp Raimund. Hoffen wir, dass er das nicht besonders gut machen will, dass er einfach das zeigt, was er kann. Jetzt hat er mal den Ski verloren. Er hat ein bisschen gefühllos agiert, war der Körper ein bisschen zu hart. Er ist rausgesprungen, hat dann ziemlich stark aufgekantet. Linker Ski weg, warten müssen, rechter Ski weg, warten müssen. Und das ist dann der kleine, große Unterschied. Und dann hat man keine Chance mehr, an die 200 zu kommen. Schade. Ja, da hat wahrscheinlich natürlich beeindruckt. Endlich wieder Ski fliegen, endlich in Oberstdorf. Mit 171 Meter verabschiedet er sich vom Publikum. Werden wir morgen nicht mehr sehen. Etunus, die einen, die Finnen mit Auf und Abs, zuletzt stark rausgekommen mit Antti Aalto, der gleich danach kommt, und dann Nico Kytosau, dann wieder einen kleinen Durchhänger gehabt. Mal sehen, was sie jetzt können. Einen guten Flug hat er schon gezeigt heute. Jetzt braucht er einen guten. Der ist in Ordnung. Der ist schwer in Ordnung. Ja. Das ist Personal Best vielleicht. Wir haben es gerade gesehen, 2:22, das könnte er gepackt haben. Ja, stark, stark. Etunusianen bestätigt die späte Form. Irgendwas tut sich bei den Finnen hier. Ja, ja. Sie sind noch nicht stabil und sie haben sich auch wirklich, aber sie kämpfen und dann kriegen sie jetzt so, ja, wie die berühmten Eichkätzchen, die hier Nuss für Nuss sammeln, so sammeln die Finnen kleine Portionen Selbstvertrauen und damit wächst das Selbstwertgefühl und dann sieht man hier mal so einen kühlen Finnen richtig jubeln. Ja, und richtig jubeln. Etunusian geht auf Rang 2, das ist richtig stark und jetzt lässt er sich mitziehen, der Antti Aalto, der jetzt oben steht mit den paar finnischen Fans. Könnte sein, dass sie kalte Füße kriegen, die Jury, aber ich würde sagen, mach doch mal weiter, lass doch die mal springen. Ja. Man weiß ja aus dem Training raus, wer die Guten sind, wer die Leute sind, für die dieser Anlauf vielleicht etwas zu viel wäre. Und es kann sich ja in 10 Minuten auch wieder drehen, deswegen lass die doch runterspringen, da passiert nichts. Es tut dem Springer gut, es tut den Zuschauern gut. Ja, es bleibt gut gemacht. Die Miene war zwar noch sorgenvoll, von Sandro Pertile, aber man lässt Antti Aalto auf der 25. Er hat gesehen, wie sein Teamkollege da vorne weit geflogen ist. Jetzt mach's nach. Er hat's auch drauf, hat er zuletzt immer wieder gezeigt. Er hat super Verhältnisse auch. Nicht ganz so sauber ist er vom Schanzentisch gesprungen. Oh, nein. Ja, ist nicht so sauber gesprungen. Anusianen war deutlich sauberer. Das heißt, Ski links, rechts hatten den gleichen Anströmwinkel. Hier sehen wir seinen linken Ski. Der ist deutlich weiter unten wie der rechte. Jetzt hat er sich eingerichtet, aber ist nicht ganz in der Balance. Deswegen kommt er auch ins Pendeln. Das ist ein bisschen eine Gefühlssache auch, ohne Abstimmungsfrage. Deswegen gehen da ein paar Meter verloren. Ne, das klafft weit auseinander. Zu Nusjainens 223,5 Meter. Karl Geiger, ich glaube, der freut sich richtig auf das, was ihn erwartet. So oft ist er noch nicht gesprungen auf der Schanze. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, obwohl sie um die Haustür liegt. Jetzt aber erstmal Jakoboni, der nächste Pole. Steckerlauf der 3. Wolny hat einen sehr aggressiven Stil. Der hat im Vickersund gut funktioniert. Hier nicht ganz so. Wir haben die Linie gesehen für die Qualifikation. Da muss man recht weit springen. Aber ich denke mir, über 200 wird genügen. Ja, vielleicht noch zur Ergänzung, weil du gesagt hast, Karl Geiger ist nicht so oft gesprungen. Skifliegen darf man ja nicht trainieren. Also kann nicht einfach der Skiclub sagen, so, jetzt richten wir dir mal die Schanze her oder wir lassen sie mal stehen. Skifliegen darf man nur unter Aufsicht.
Und das haben ja dann auch gestern die Kombinierer ausgenutzt. Die deutschen Kombinierer sind hier unter Aufsicht zum ersten Mal von der Skiflugschanze geflogen und hatten auch eine Menge Spaß. Ist alles gut gegangen. Ach, so groß hat doch der Unterschied. So groß ist der Unterschied. Hegli führt mit seiner Granate 226 Meter. Etonusianen auf der 2, Antje Steckerler auf der 3. Und wir sind bei Niko Kytösau, dem nächsten Finnen. Der hat jetzt da deutlich mehr Rückenwind über Vorbau. Das gefällt den Sportlern gar nicht. Jetzt muss er kämpfen. Okay. Ah, die Bedingungen wechseln recht schnell. Und wenn man eine gewisse Windstärke, wenn der Wind mit einer gewissen Stärke von hinten bläst und speziell in dieser Übergangsphase, das heißt, der Sportler hebt ab, fliegt hier relativ horizontal noch 30, 40, 50 Meter raus und dann beginnt er zu sinken. Und in dieser Phase hier hat er wenig Druck, sucht mit den Armen und stabilisiert sich erst dann relativ spät. Aber er hat es noch gut gemacht und kann planen für morgen. Wir haben jetzt schon wieder 13 Pluspunkte. Das war so wie bei Martin Hamann mit der Nummer 1. Ja, es sind die 202 Meter für Niko Kytösau. Zufrieden ist er nicht, weil er natürlich da auch mehr erwartet hätte. Aber du sagst es ja, für die Bedingungen war das klasse. Wieder Norweger Robin Petersen. Auch schon gut geflogen in Planica. Ja, der hat auch viel Geschwindigkeit im Flug. Die Norweger haben sich jetzt alle gesteigert. Sein absolut bester Flug für den heutigen Tag. Der dritte Norweger, der morgen wahrscheinlich reinkommt und die Besten kommen ja noch. ...215,5 Meter in Führung. Eben immer noch Hegli. Nusjainen Steckerler. Alex Steckerler kommt gar nicht raus aus dem Hüpfen vor Freude. Denn Robin Petersen hat einen auf die 4 gezimmert. Da ist der Weltmeister. Da ist er mal gespannt. Ja, hoffentlich waren wir nicht zu voreilig. Petersen ist jetzt der letzte Qualifizierte. Es sind doch noch 6-7 weitere über 200 geflogen, die noch warten müssen. Grafski wird das wahrscheinlich nicht schaffen. Er ist etwas zu weit hinterm Ski und bremst runter, gleitet leider nicht. Zu durchwachsen auch seine Saison. Hat mal kurzzeitig immer wieder mal aufblitzen lassen, dass er es schon drauf hätte. Aber die Konstanz hat gefehlt. Super Kameraperspektive. Wird sich ärgern, wenn er auf den Windmonitor sieht. Er hätte die Bedingungen gehabt, aber er konnte sie leider nicht dementsprechend nützen. Keiji Sato. Der erste Japaner, den wir sehen. Bisschen offen hier mit dem System. Absprung war gut. Punktlandung. Punktlandung auf 200,5. Tolle Perspektive, unglaublich. Ja, Heini Klopfer, Skiflugschanze in Oberstdorf. Da hinten, wenn Sie hinterfahren ins Birksautal, da kommt ja dann die Fellhornbahn für alle die Alpinen, die das kennen. Schauen Sie mal rechts neben dem Nordic Center. Da ist diese Schanze so wunderbar im Wald. Versteckt kann man nicht sagen, verstecken kann die sich nicht. Jetzt der Hai. Michael Heiberg, was für ein furioses Comeback in Vikersund. Zweiter plötzlich nach der Quali gewesen aus dem Kontinentalcup. Aus einem Bandscheibenvorfall und dann am Ende Siebter im Wettkampf. Großartig. Heute hat er wieder seinen Skifehler. Hat ihm noch nichts, es passt ihm nicht ganz. Aber jetzt hat er wieder diese enorme Geschwindigkeit im Sprung.
Wahnsinnig, was der auch noch für Mut hat hier, dass er diesen Sprung nicht abbricht. Unglaublich. Und dann wird es noch mal sehen, der linke Ski kommt extrem spät zum Körper, aber er macht keinen Zucker. Und jetzt hat er sich stabilisiert. Und mit diesem Überschuss an Geschwindigkeit fliegt er dann fast ganz runter. Toll. Daher hat es nicht verlernt. 228 Meter auf Rang 2 hinter Hägli. Na, jetzt geht man doch schon 2,2 Gates runter. Für Thomas Lackner. Hm. Justin Lisso, Simon Amann, Fredrik Willumstadt. Sigajela hat ein starkes Training. Die, die jetzt kommen. Aber jetzt schauen wir mal auf Thomas Lackner. Zuletzt in Zakopane im Kontinentalcup. Sieg und Zweiter. Ich glaube, man hätte mit fast bis zur Nummer 50 bleiben können. Das war jetzt eher unnötig. Aber gut. Es wird trotzdem halbwegs gehen mit dem guten Flug. Und für Lackner reicht es für die Quali. Man hat gesehen, der Strich ist nach oben gewandert. Sehr, sehr mutig auch im Flug hier. Nicht ganz optimal am Schanzentisch. Etwas spät dran. Stie stellt sich kurz an, aber dann stellt er sofort den optimalen Zustand her. Und kommt doch sehr weit runter. Er ist auch in Willingen bei diesem Aufwindspringen im Weltcup Siebter geworden. Da hat er auch diese Weltcup-Punkte gemacht, die ihn eben diese tolle Startnummer einbringen. Ansonsten der Continental-Cup-Gesamtsieger des heurigen Jahres. Ja, der wirklich abgeräumt. Lacht ja auch noch Erster und Dritter. Eben und dann zuletzt Zakopane. So knapp, ja. Also mit dem muss man auch rechnen. Hier kommt der Norweger aus der Equipment Control. Hoffen wir, dass er sie gepackt hat. Das wäre schade. Das ist ein toller Sprung. Noch ist er in der Wertung. Justin Lisso. Ja, das ist auch einer, der Punkte gesammelt hat durch diese Neustadt Ende Januar. 11. und 13. Auch aus der nationalen Gruppe im Weltcup. Jetzt hat er die Ski sehr schnell auseinandergerissen. Das ist jetzt wirklich schade. Die einzigen kurzen Sprünge, die wir jetzt gesehen haben, waren eigentlich von Lisso und von Raimund. Und er ist ihm total missglückt. Hier sehen wir es ab, weggesprungen. Schau mal, der linke sofort raus, musste sofort korrigieren mit den Armen. Komplett ständig wie am Höhenruder. Links, rechts, dass er sich stabilisiert. Da ist zu viel Bewegung im Körper und deswegen kommt man nicht auf Geschwindigkeit. Schade. Wirklich hätte ich mir mehr erwartet. Borek Sedlak schaut. Da sehen wir die Gegenperspektive auf den Wind, was er macht. Man ist gerade zwei Luken runter. Hätte man nicht müssen. Es wird wieder weniger mit dem Rückenwind. Für den Simi. Für Simon Amann. Ja, hätte jetzt gute Bedingungen. Hätte jetzt richtig gute für ihn. Wünscht mir MB 200 hier. Ganz leicht von hinten rausgeflogen. Jetzt muss drauf bleiben. Jawohl. Ja, bleibt da. Ja, da freut er sich zurecht. Ja, um 6 Meter sogar drüber über die 200. Simon Amann. Ei, tolle Perspektive. 206 Meter, da ist der Semi schon dabei. Sensationell. Ja. Super. Super. Und der Fanclub ist dabei. Wenn er dabei sein darf, dann ziehen sie ihre Fahne. Fredrik Willumstad, der nächste Norweger. Nee. Ja, nicht ganz so, aber im Norweger klappt es dann doch nicht so einfach. Wurde eigentlich gut geflogen ist im Training hier, Willumstad. Ein wenig zittern hier. Wir müssen jetzt immer diese Luken ein bisschen mit einberechnen. Wir sind zwei Luken tiefer. Ich denke, 185 wird vermutlich nicht reichen. Der nächste, der reinrutscht, wäre Kütosau. Ja.
Ja, war bei der Raw Air in Oslo, 9. Das war mal zum Aufblitzen seines Könnens. Was lacht denn da? Was lacht denn da, Eiser? Der freut sich schon. Hoffentlich auf einen schönen Flug. Auf einen langen, schönen, weiten Flug. Sigajila hat ein starkes Training auch. Nicht umsonst. Zakopane Continental Cup stark abgeschnitten. Also der kommt. Ja, die Slowenen sind wieder allen auf und davon geflogen im Training. Oh. Unglaublich. Es flutscht richtig bei denen. Und die Besten kommen noch. Und schau die Körpersprache an. Der vermittelt uns allen das Gefühl, ich könnte es eigentlich noch besser. Unglaublich, was da jetzt für ein Selbstverständnis durch dieses Volk gegangen ist. Die haben sich ja immer schon gut geflogen, aber jetzt haben sie zum ersten Mal den Titel erreicht im Mannschaftsfliegen. Hatten Top-Leute auf der Ersatzbank mit Loro Kos, den wir auch noch sehen werden. Und somit ist einfach in der Kabine eine andere Stimmung und jeder weiß, ich kann das auch. Und sind ja auch bei den Frauen die Abräumer. Jetzt hat man gehört, Zoran Zupančič, der Erfolgstrainer, tritt zurück. Aber nehmen wir mal Grishna Bogataj, Olympiasieger, Weltmeister. Also das ist ja unglaublich. Frauen und Männer. Ja, wirklich. Jetzt Ulrich Wohlgenanz. Der kam bei der Raw Air nicht so zurecht mit den nordischen Schanzen. Zwar aber sehr spät, aber gutes Flugsystem hat er. Sich ärgern, hat sich jetzt rangetastet, hatte heute Schwierigkeiten in den ersten zwei Flügen. Das war sein Bester jetzt, 203. Mal schauen, wie die Bedingungen waren. Ja, die waren sehr, sehr gut. Er tritt einfach ins Leere, er löst viel zu spät den Sprung aus. Und er ist eh einer, der sehr flach ist. Fliegen kann er wirklich brillant. Da braucht er noch zwei. Der nächste, der reinrückt, ist Mackenzie Boyd-Klaus. Aber wir haben jetzt nicht mehr so viele schwächere Flieger am Start. Aber es müsste sich noch ausgehen für ihn. Ein neues Gesicht, das lange in dieser Leaderbox steht oder jetzt sitzen darf. Benedikt Jakobsen, Hegli, führt immer noch vor Michael Heiberg und Sigajila. Jetzt David Kubacki. Und sie wird ein bisschen hinten reingesetzt. Muss er was tun hier. Jetzt hat er eine gute Position. Sehr gut. Ah, der ist wieder richtig in Form gekommen. Der hat wieder eine ganz andere Körpersprache in der Luft jetzt, weil sein Absprung war gar nicht optimal. Aber man sieht dann Mitte Flug, dass er sich wirklich unbedingt hier mehr strecken will. Er lässt sich nicht auftreiben, gibt der Luft nicht die Chance, hier das System von vorne anzublasen, sondern von unten. Und deswegen kann er noch so gut gleiten. Hat auch sich im Laufe der Saison herangetastet. Hier sieht man den puren Willen. Das ist der alte Kubacki, den haben wir lange nicht gesehen. Ja, da ist auch, glaube ich, ein Schalter umgegangen im Kopf. Er hat ja auch dann immer gezweifelt an allen möglichen Positionen. Schon im Anlauf war er sich nicht sicher, was er da macht. Und jetzt hat er den Schalter gefunden. Jetzt wird laut in Oberstdorf hoffentlich für ihn, für Severin Freunds, der Silbermedaillengewinner mit der Mannschaft zuletzt. Hoffentlich. Oh, der war spät auch. Jetzt muss kämpfen, Sevi. Flach hier, sehr flach. Ja, das reicht. Ja, ist ein Absprung ziemlich verpasst. Hoffentlich reicht es fürs Wochenende. 202, das ist die Weite von Wohlgenannt. Aber er hatte deutlich mehr Rückenwind, deswegen wird er sich qualifizieren. Wir sehen Severin morgen wieder. Hier ist er unnachahmlich. Tolle Geschichte noch gewesen in Vikersund, wie sie sich wieder zusammengerauft haben, die Deutschen, und wieder die Silbermedaille gemacht haben. 10 Jahre nach deiner Silbermedaille in Vikersund. 2010 noch einmal. 12 Jahre nach dieser ersten Skiflugteammedaille noch eine geholt. Und das wollte er. Das hat ja Severin Freund gesagt. Er hat noch was Großes vor. Deswegen war Olympia nicht so wichtig. Und das ist ihm da durchaus gelungen mit dieser Teammedaille. Auch mit diesem, ja, wie du sagst, zusammen rauf. Junjiro Kobayashi. Wird der Ryoyo genau hinschauen? Oh je, das ist zu kurz. Junjiro, da hast du jetzt morgen frei. Nächste Show.
Oh je, das ist zu kurz. Junshiro, da hast du jetzt morgen frei. Nächste Chance, Sonntag. Sie werden schon auf der 9, haben wir das schon vermeldet eigentlich? 9. Haben wir gar nicht vermeldet. Ja, er hatte doch ziemlich viel Rückenwind, deswegen war der Sprung einiges wert. Jetzt erst kommt Mackenzie Bloyd-Klaus rein. Stimmt, genau, weil Severin ist ja vorn reingegangen. Ja, wir werden ziemlich genau bei den 200 bleiben. Kobayashi wieder mit seinem V, das sehr, sehr stark aufgekantet war und die Ski einfach dadurch zu wenig Auftrieb bekommen. Da hast du beim Skifliegen keine Chance. Ah, es macht aber echt Spaß zuzuschauen, das Skifliegen. Naoki Nakamura, der nächste, auch durchwachsene Saison, aber jetzt kommt ins Fliegen. Ja, wenn der so geflogen wäre in Vikersund, dann hätten die Japaner vielleicht auch mitgesprochen um eine Medaille. Der ist so hinterher gehinkt, aber es scheint ihm gut zu taugen. Die Flugkurve hier deutlich höher nach dem Schanzentisch. Hier kleine Fehler und das kann man hier in Oberstdorf noch eher korrigieren mit viel Entschlossenheit und Mut. Man sieht, wie er sich reinklemmt hier. Zwischen die Skispitzen, gibt alles. Das schaut echt spektakulär aus. Die Ski auf gleicher Höhe wie der Kopf. Die Skispitzen auf gleicher Höhe wie der Kopf. Und ein toller Flug. Bravo. Naoki Nakamura, so wie er begonnen hat, die Saison. Dann kamen viel, viel Durchhänger. So beendet er jetzt mit starken Flügen. Ja. Let's go Germany, das gilt jetzt erstmal Andreas Wellinger, dem Silbermedaillengewinner im Team bei den letzten Weltmeisterschaften in Vikersund. Ja, aber hier hat er noch nicht so richtig reingefunden, sagtest du, ne? Ne, hat er noch nicht und jetzt hat er auch noch Pech. Jetzt Nakamura hatte richtig tolle Verhältnisse, deswegen ist er nur Fünfter mit diesem weiten Flug. Und jetzt hat der Wind gewechselt und Wellinger hat extrem viel Rückenwind jetzt. Hoffentlich, obwohl es gelb hier ist, hoffentlich lassen sie nicht runter. Ne, das ist sehr fair jetzt. Korridor ist doch recht breit eingestellt. Das ist eine kleine Geduldsprobe jetzt für ihn. Aber es war jetzt sehr fair. Die zwei schauen aus wie von der Muppet Show. Du bist gemein, aber du darfst das sagen. Du bist ja ehemaliger Trainer. Weiter nee, von eine sympathische Arbeit, können Sie sich hier zurücklehnen. Und was sagst du zu Trainern? Ja, Stefan Horngacher hat dann noch natürlich sehr viel jubeln können mit dem Silber, nachdem sein Einzel recht enttäuschend war eigentlich in Vikersund bei den Skiflug-Weltmeisterschaften, hätte er sich auch mehr erwartet. Ja, was Stefan Horngacher gelungen ist mit seinem Team, ist, dass sie sich schon wirklich vermehrt aus einer richtig schwierigen Situation immer wieder rausgekämpft haben. Also das Team ist intakt, sonst gelingt dir das nicht, weder in Peking noch in Vikersund. So, jetzt soll es doch halbwegs funktionieren. Hoffentlich hat er noch seine 7 Zwetschgen beisammen. Er braucht jetzt einen guten Übergang, Absprung, Flug. Bisschen besser, okay. Bisschen besser jetzt. Jawohl, ja. Der hat ihm jetzt gut getan. Der war ganz, ganz, ganz wichtig. War ja eigentlich der Mann, ja, fast mitentscheidende Mann, der Türöffner in Vikersund. Ohne seine Leistung mit den 226 wäre es knapp worden mit der Medaille. Also er ist wieder ganz gut in Form. Sein Absprung war immer noch nicht optimal. Hier, das gefällt mir schon wieder richtig gut. So gut er ist schon ewig nicht mehr geflogen. Extreme Ruhe drin. Also der Tag war wertvoll und Videostudium, morgen geht's weiter. Andreas Wellinger geht auf die 5. Wow, das hat man schon lange nicht mehr gesehen. Zwischendurch hat es mir wieder mal aufgeblitzt, das Können von Andreas Wellinger. Dann ging es weiter zurück. Aber jetzt kommt der Abräumer von der Juniorenweltmeisterschaft. Der dreifach Goldmedaillengewinner Daniel Čofenik. Die Entdeckung der Saison, finde ich. Ja, und das erste Mal Skifliegen. Man hat ihm eine Pause gegönnt. Man sagt, man möchte ihn einmal dahin bringen. Und er macht es sensationell. Qualifiziert sich. Sehr kluge Einsatzpolitik auch von Österreich. Man hat ihn nicht zu der Skiflug-WM gleich eingesetzt. Er hatte eine strenge Saison, 3 Goldene in Zakopane. Und dann hat man ihm eine Pause gegönnt, hat ihn ganz speziell vorbereitet auf dieses Event, auf diese Skiflugschanze, wo der Einstieg leichter fällt. Und er zahlt mit Leistung zurück.
und war zwar auch in Olympia dabei, aber war halt dann Ersatzspringer, weil Fettner der bessere und dann der Medaillenabräumer war. Aber das hat ihn jetzt auch nicht rausgebracht, sondern er beständig seine Leistung gebracht. Stark. Der Jofi, wie sie ihn nennen. Ja, es war sein weitester Flug in seinem Leben. 207,5. Eigentlich war es sein erster 200er im Training, 185 und 191. Deswegen hat er sich so riesig gefreut. Johan André Forfang, einer der Norweger, einer, der fliegen kann, ein fliegender Norweger. Mal sehen, was da rauskommt. Benedikt Hägli immer noch in Führung. Ja, und Ulrich Wohlgenannt immer noch auf der Warteposition. Mackenzie der Letzte. Also jetzt wird es langsam brenzlig hier, weil so viele Springer, die hier unter 200 fliegen, sind nicht mehr am Start. Oh, und er hat es nicht gut. Jetzt hat er rot. Gott sei Dank. Gerade noch der unterste, die unterste Marke hat noch rot gezeigt. Sonst hätte er da runter müssen. Stefan Kraft, der Bronzemedaillengewinner von Vikersund, sitzt daneben. Ja, hoffentlich macht uns jetzt der Wind nicht einen Strich durch die Rechnung. Es wird langsam ein wenig düsterer. Der Sahara-Staub senkt sich langsam auf die Schanze. Über dem Nebelhorn. Oh, da hinten. Ja, krass. Ja, hier sind wir doch eher in Fellhorn-Nähe und ich denke, es ist vielleicht noch eine temporäre Geschichte. Wir sind doch schon Mitte März, also es ist schon relativ lange hell und die Temperaturen sind ja an sich eher mild für die Jahreszeit, trotz der Jahreszeit auch relativ mild. So, Johan André Forfang, ja, bisschen besser. Wird. Hat auch mit am Vorbau. Ja, leicht hat er es nicht, aber er muss es mit seiner Routine muss er es machen. Hat er gut gekauft, hat er gut gemacht. Reicht. Sieht vielleicht hier, wenn man er springt ab, ganz okay und jetzt möchte er fliegen und ja, jetzt haben sie ein bisschen im falschen Moment umgeschnitten und dann ist eben der Ski leicht weggekippt durch den Rückenwind und das hat ein bisschen seinen Rhythmus gestört. Hat hier einige Zuschauer gesehen, meinen Informationen zufolge sind bis zu 10.000 Zuschauer zugelassen. Mal schauen, ob die morgen kommen. Für eine Quali würde ich sagen, sehr ordentlich besucht heute. Ja, und morgen wird es schön Wetter. Wochenende kommen angenehme Temperaturen und die zwei Jungs, die zeigen auch, was sie können, freuen sich riesig auf Zuschauer. Das, was man ja eben zu Hause noch nicht erlebt hat bei den heimischen Skisprung-Events und jetzt beim Skifliegen. Was ist denn jetzt los? Hat der Aufwind jetzt, oder was? Der Peter Priotz. Dann können wir uns anschnallen. Hat jetzt starkes Training ja auch schon. So, oh, ja. Liebe Leute zu Hause, anschnallen. Peter Priotz fliegt jetzt Richtung 230. Mit Aufwind? Nee. Doch. Nee, nicht ganz. Einen kleinen Fehler gehabt am Schanzentisch. Zwei Lücken tiefer sind wir auch. Da fehlen doch gut 10 Meter. Das ist einfach eine fantastische Schanze. Man hat hier zum Glück damals beim Umbauen gesagt, wir machen hier bei dieser Weltrekordjagd nicht mit. Das gibt das Gelände nicht mehr her. Wir versuchen hier eine tolle Schanze zu machen mit tollen Flügen jenseits von 200 und versuchen hier tolle Wettkämpfe zu absolvieren. Und ich denke mir, das ist auch absolut gelungen. Man ist hier nah dran, das ist riesig hier. Für alle, die es noch nie live gesehen haben, ich würde es echt empfehlen. Das ist wirklich toll, wenn die fliegenden Menschen so nahe an einem vorbeifliegen. Ja, unbedingt. Das ist eine ganz, ganz tolle Szenerie. Auch dann mal im Sommer vielleicht hochfahren auf die Schanze und diesen Ausblick genießen und schon mal dieses mulmige Gefühl im Magen wirken zu lassen, wenn man da oben auf dem schiefen Turm von Oberstdorf steht. Konstantin Schmitz, lass mal den nicht verpassen.
Er hat sehr viel Ski gehabt, aber er hat eine Wahnsinnshöhe. Er hat eine Wahnsinnshöhe. Sein bester Flug. Ah, da war jetzt aber doch auch viel Herz bei der Sache. Das war stark. Konstantin, er hatte ja leider keine Medaille zu Hause. Er war der fünfte Mann. Hier ein bisschen spät, kriegt es recht viel Ski. Aber der Wille ist enorm. Hier mit großer Beinspannung dreht er den Sprung. Er sagt, ich will auch runter. Verheddert sich nicht in Feinheiten. Springt mit großem Herz hier sehr, sehr weit. Auf 210 Meter. Konstantin Schmid. Sehr stark. Geht auf Rang 7 hinter Andreas Wellinger. Hat Deutschland jetzt stark verbessert. Das Training war noch nicht so weit was durchwachsen. Im Moment auf 6 und 7 und der Severin auf der 14. So, Piotr Schürer, wenn er das Gegaukel in der Luft im Griff hat, wenn es nicht zu unruhig und zu grob wird. der hört dir nicht zu. Nein. Er ist so hoch wieder. Was er gut macht, das Gegaukel in Vikersund hat ja nicht geklappt, weil da ist man nicht so hoch über Boden. Hier ist man deutlich höher und dann hat er immer Luft unter Körperski und dann wirken sich diese Fehler nicht so aus. Und auch er hat jetzt wahnsinnig mit viel Entschlossenheit hier. Was macht er denn hier? Der biegt hier ab wie Granerüt, aber auf die andere Seite. Und jetzt hat er eine Top-Position. Ab Mitte Flug und dann schwebt er ins Tal. Aber da sieht man, was da für Kräfte wirken, auch bei allen. Ja. Da kannst du noch so ein stabiles System haben. Da kannst du mit dem Brett runterfliegen. Das wirkt trotzdem auf Ski, auf Körper, wenn es dann über diese Distanz geht. Wahnsinn. Freuen sich die Polen mit ihrer Tröte. Ja, haben immerhin mit Kubacki einen auf 4 und Schüber einen auf 6 und jetzt kommt auch noch Kamis doch. Und einer in der Luft. Der war aber auch sehr spät, hat nicht die Höhe. Ich glaube, das ist für so einen Weltklasse-Springer bis doch fast die schlimmste Weite. Irgendwie, wenn du ganz kurz springst, dann weißt du, irgendwas ist faul in meinem System. Und wenn du ganz weit springst, passt es. Aber wenn du so mitten reinspringst, ohne ganz offensichtlich erkennbaren Fehler, das ist oft mühsam, das zu verarbeiten. Das ist ihm gerade jetzt passiert. Mit 209 Meter. Das ist nicht der Anspruch von Kamis, doch. Es ist keine schlechte Weite, aber damit gewinnst du halt keinen Blumentopf. Und er möchte natürlich irgendwo natürlich weiter vor. Man sieht, die grüne Linie ist sehr weit unten gewesen. Ulrich Wohlgenannt hat das Q übrigens, kam jetzt doch auf Rang 14. Stefan Ley ist wieder mit dabei, schön, dass wir ihn wieder sehen. Pius Paschke ja leider nicht mit seiner Virusinfektion. Oh, der ist steif, der Körper, der ist ganz hart. Oh, das wird nicht reichen. Das war aber auch das Bild von Ley in den letzten Sprüngen, auch dieses Steife. Es gibt hier auch so Stimmen, bin auch durch Springerlager geschlendert. Es gibt Stimmen, die sagen, Laie und Paya, den werden wir noch sehen, den Schweizer, die sind so ein bisschen durch. Das sind die zwei, die aus der Knie-OP zurückkamen. Die haben eine tolle Saison geleistet, aber man hat diese Belastungsverträglichkeit nicht mehr, dass man so eine längere Saison bis zum Ende durchzieht. Und man hat das Gefühl von außen, dass es ihnen einfach schwer fällt. Und das hat man jetzt gesehen. Und Stefan wird vermutlich leider morgen frei haben. Es scheint der Tank leer zu sein. Ist ja auch die Formkurve von Stefan Ley deutlich abzulesen. Die war oben zu Beginn der Saison und ging dann immer weiter nach unten, je länger die Saison wurde. Also das spricht dann möglicherweise auch dafür. Manuel Fettner, da können wir jetzt auch gespannt sein. Hat jetzt, schauen wir mal auf den Wind, ja, wie alle anderen, doch ordentlich Rückenwind. Nee, jetzt ist kein Spaß. Jetzt sieht man es da, ja. Jetzt ist kein Spaß. Es kommt mehr von diagonal, von hinten. Das ist überhaupt der schlimmste Wind, weil der geht nicht so krass in die Wertung ein. Weil es wird ja nur der tangentiale Wind berechnet. Das heißt, der Wind in Flugrichtung. Und dieser Wind, der von schräg hinten kommt, das ist doch eher mehr ein mathematisches Modell. Der
stört den Springer, wenn man mit, eben mit einem Trainer spricht oder mit einem Sportler spricht, der stört enorm. Der bringt dich auch ein bisschen aus der Balance, geht aber gar nicht mit dem vollen Wert ein und deswegen ist es sehr unangenehm und zum Glück kann er warten. Soweit, wie sie auseinandersetzen, Karl Geiger und Yoyo Kobayashi, sind sie gar nicht auseinander im Weltcup. Und er bleibt hier an der Leaderposition. Hegli immer noch in Führung mit 226 Metern. Der weiteste ist aber der von Michi Heiberg mit 228 Meter bisher. Schon eine Überraschung hier, Benedikt Hegli Jakobsen oder Benedikt Jakobsen Hegli. Also ich hatte, habe ja mal gemutmaßt, Top 10 Sprung. Jetzt sind wir nicht mehr weit weg davon. Also richtig starker Flug. Materialkontrolle hat auch geschafft. Das ist ein gutes Zeichen. Im Moment ganz toller Flugtag. Hoffentlich beruhigt sich das Wetter schnell wieder. Der Wind schnell wieder. Das sind auch die letzten. Wie lange haben wir denn noch? Knappe 15 Sportler. Haben wir gar nicht mehr, gell? Ja, doch, nee. Circa 13, 14 Sportler, dass die auch noch gut runterkommen. Das wäre doch ein fantastischer Auftakt dann auch für diese Skiflugwoche oder für dieses Skiflugweekend mit den zwei Einzelkonkurrenzen morgen und übermorgen. Ja, ist schon noch ziemlich viel Dunst hier in der Suppe rund um Oberstdorf. Das Tal hinter ist ja dann doch etwas windgeschützt. Also der Wind spielt schon auch eine Rolle. Jetzt das überregionale Windsystem ist schon noch da. Es pfeift ordentlich da drüber, aber da hinten rein ist es doch ganz gut geschützt, auch durch den Wald, die hohen Bäume, die um die Schanze stehen. Es geht los, es geht weiter mit Manuel Fettner. Ja, stabilisiert sich jetzt halbwegs. Solider Flug, würde ich sagen. Er hat seinen Job gemacht in Vikersund. Er macht seinen Job heute. Tolle Saison für ihn. Ob er nochmal der ganz große Flieger wird, ich weiß es nicht. Extreme Athletik. Viel gebastelt, hat ein tolles System gefunden. Mit 36 hat er auch den Mut nicht verloren. Und die Silbermedaille geholt bei Olympia. Auf der Normalschanze. Das war Wahnsinn. Da liegen auch seine Stärken. Solider Mittelfeldplatz für Manuel Fettner. Da war es doch recht viel Rückenwind bei diesem Flug. So, jetzt kommen die Slowenen. Das müssen wir wieder anschnallen. Lauro Kos. Der arme Kerl durfte ja nicht mitfliegen bei der Weltmeisterschaft. Oh, das war jetzt sein Schwächster. Aber ich denke, er wird sich noch retten. Der wird sich noch retten. Wahnsinn, was die da immer machen. Ja. Die Slowenen. Ja, sie werden heuer extrem belohnt für ihren aggressiven Stil. Sie haben ja ihren Stil auch nie verändert, auch in den letzten Jahren, als sehr stark auf Athletik gesetzt wurde, speziell von der deutschen Mannschaft auch. Haben sie ihren Stil nie verändert, sind ihrer aggressiven Linie treu geblieben. Und heuer werden sie belohnt, nicht nur beim Skispringen, speziell aber beim Skifliegen. Würde ich gar nicht wundern, wenn der jetzt den Kopf schüttelt da unten. Nee, er ist zufrieden. Gott sei Dank. Lauro Kos mit dem sechsten Platz zufrieden. Hinter Sigajela, Peter Priots an der 3. Und ja, sagen wir immer wieder, die anderen kommen ja noch. Die Flieger. Jetzt zu Kiasat. Der kann das manchmal auch. Auch heute? Ja, auch heute. Das ist doch ein guter Auftakt für ihn. Vielleicht in das Feld reinrutschen könnte. Nicht für Sato. Aber jetzt kommt noch Kilian Payer, der sich sehr schwer getan hat im Training. Ich wünsche ihm natürlich einen weiten Flug. Wohlgenannt inzwischen drinnen. Keiji Sato auch. Der nächste ist Giovanni Bresadola, der vielleicht noch aufs Mitmachen hofft. Aber hoffen wir mal, dass Kilian Payer sich belohnen kann
dass er auch ein paar tolle Skiflüge zeigen kann. Bis jetzt war es mehr Kampf. Hegli vor Heiberg, Breutz, Kubacki, Jela, Kos, dann Andreas Wellinger auf 8, Konstantin Schmid auf 9. Kilian Payer, du hast angesprochen, ähnlich wie mit Stefan Ley, das Comeback nach Knieoperationen. Auch gut verlaufen zu Beginn der Saison, dann Engelberg den Höhepunkt und dann ging es bergab. Oh, der war spät. Nee. Es ist schwer. Wenn der Tank leer ist, ist er leer. Das muss man einfach dann auch zur Kenntnis nehmen. Ja. Jetzt komplett leer. Nee, da passt gar nichts mehr zusammen. Nee. Da muss er doch als Dank zur Kontrolle. Ja, danke schön. Tja, und der führt immer noch. Und jetzt kommen Nummer 10. Bendik Jakobsen Hegli. Es ist unglaublich. Und Michael Heiberg ist wieder Zweiter in der Qualifikation. Aber ja, jetzt kommt ja erstmal der Zweite der Weltmeisterschaft. Von Wickersund. Jetzt kommt Timmy Seitz mit seinen famosen 245 Meter, dann ja auch auf diesen zweiten Platz gesprungen. Das war wirklich stark und dadurch natürlich noch Stefan Kraft überholt oder Stefan Kraft da auf die Bronzemedaillen, auf den Bronzemedaillenrang gekegelt. Jetzt schauen wir aber nochmal, der schon lange mit der Startnummer 22, schauen Sie mal, führt der seitdem Bendik Jakobsen Hegli. Ist gar nicht so spektakulär ausgesehen hier. Hat einfach alles zusammengepasst hier. Wirklich cooler Flug. Auch die Bedingungen waren nicht schuld. Der hatte so Average Rückenwind. 9,2 Pluspunkte. Er hatte noch zwei Lupen mehr, aber er ist auch ganz runtergeflogen. 226 Meter. Zweitweitester Sprung zu diesem Zeitpunkt. Aber jetzt, Timmy Seitz. Zwei Luken runter, zwei Luken unter Hegli, muss man dazu sagen. Gibt dann Bonifikationen. Was zeigt er, der Silbermedaillengewinner? Ah, das müsste ihm eigentlich reichen. Er ist vorher unfassbar gut geflogen. Auch der geht schon wieder ab. Unfassbar. Ui, was habe ich jetzt gesagt? Ich war voll zufrieden. Ich war total zufrieden. Drei Viertel warst du zufrieden? Ja, ich habe da jetzt keinen Fehler gesehen. Was hat er jetzt gemacht hier? Ja, der ist vorher so gut geflogen. Jetzt muss ich nochmal genau hinschauen. Beim Skiflug ist das offenbar nicht so einfach. Nee, da hat man jetzt aber keinen großen Fehler gesehen. Ganz eigen. Naja, 16,9 Pluspunkte. Das ist die halbe Wahrheit, Dreiviertel Wahrheit. Da kann auch nicht mal Simi Scheitsch das kompensieren. Schade drum. Aber er ist für mich einer der Sieganwärter. Ich habe diese zwei Flüge gesehen im Training. Der Mann ist immer noch on fire, auch wenn der Flug nicht ganz runterging. Daniel Huber, der geht jetzt auch wieder vor All-In wahrscheinlich. Der arme Kerl musste ja zusehen in Iggesund bei den Kollegen. Das war ein sehr guter Flug. Ist fast so weit geflogen wie Seitz. Das war ein sehr guter Flug jetzt. 13,8 Pluspunkte. Ja, den hätten sie gebraucht. Daniel Huber in Topform hätte Österreich in Iggesund geholfen. Aber Hetti Dati Vari ist schon vorbei. Gut, dass er sich hier gefangen hat. Ich finde das nicht schlecht, was er jetzt macht. Das ist, glaube ich, der Tag, der tut ihm gut. Speziell dieser Flug jetzt, sein stärkster am heutigen Tag, souverän qualifiziert. Ja, die sind, ja, die sind erleichtert. Da sieht man, die kann man richtig durch die Maske durchschauen. Dann Huber, ja, das ist
Platz 18, 201 Meter, das ist aber auch wirklich dem geschuldet. Man sieht es ja auch an den Punkten. Zene Priots, alle dabei, alle Flieger, alle Priots-Brüder. Ich hätte es ja gar nicht ungern, wenn diese Kamera mal drauf bleiben würde, auf diese super Einstellung. Man schneidet hier immer um. Ich finde es so toll, wenn man von der Weite auch mal die Dimensionen erfassen kann. Meter. Gibt nicht mehr so viele Punkte. Kompensationspunkte, Wind. Solide. Ja, solide. Stimmt. Er ist ja mehr der Skispringer. Kann auch fliegen. Aber er ist nicht so, hat nicht so diese Aggressivität in der Luft wie manche Kollegen. Aber eine super Saison für ihn, muss man ehrlich sagen. Ja, immer im Schatten seiner Brüder gestanden. Und heuer hat er sie meistens geputzt. Anzi Lanišek, der Knopf ist wieder aufgegangen. Der Weltmeister im Team. Hat mir gut gefallen jetzt. Ja, die grüne Linie hat er überwunden jetzt. Herr Lanišek hat uns ja schon ein paar Mal Rätsel aufgegeben. Jetzt habe ich mir nicht mehr getraut, nach Seitsch noch mal was zu sagen, aber vom Tisch hat man wieder keinen Fehler gesehen. Die Bedingungen ein bisschen besser. Also Rückenwind macht schon was aus. 6 Punkte plus bei ihm, 16 bei Seitsch. Lanišek ja auch in Vikersund fantastisch geflogen. Zum Ende der Saison kommt er doch mal in Schuss. Wir können jetzt schon erahnen, was in einer Woche in Planica los sein wird. Wenn die Slowenen ihre Helden Begutachten kommen. Ja, und die dann auch zeigen konstant ihre Leistungen, wenn sie fliegen. Anzi Lanišek, oh, geht der sogar in Führung vor Hegli? Ja, um 3,5 Punkte Anzi Lanišek. Wie stark kommt denn der zurück? Ja, hatte den Weltcupsieg gefeiert, dann endlich geschafft, diesen Weltcupsieg nach zahlreichen zweiten Plätzen und Podiumplätzen, und dann kam so ein kleiner Durchhänger in der Form, aber jetzt kommt er ganz stark auf. Stefan Kraft, der Krafti, hatte das Gold vor Augen, aber man braucht halt 4 Konstante bei den Weltmeisterschaften. Und das hat eben nur Marius Lindwig gezeigt. Aber trotzdem auch eher starke Form jetzt zum Schluss der Saison. War auch nicht einfach für ihn dieses Jahr. Ja, ich bin ein bisschen überrascht. Wir sehen hier immer gelb. Das heißt, der Ampelmann Borek Sedlak hätte auf grün drücken können, aber man geht hier jetzt sehr feinfühlig vor. Ist natürlich ein bisschen Ermessenssache auch. Man hat den Korridor etwas breiter eingestellt, um bei ganz schwierigen Bedingungen wirklich die Quali absolvieren zu können. Aber jetzt ist es eigentlich gar nicht so schwierig, und deswegen greift man ein bisschen ein und versucht auch wirklich den Sportlern hier nicht nur halbwegs faire, sondern auch halbwegs vergleichbare Bedingungen bereitzustellen. Und der Stefan Kraft wird es ihm danken, wenn der Ökmen jetzt nicht ganz so stark ist, weil der ist im Training auch richtig gut geflogen. Stefan Kraft, ja, seit er seine Wettkampfstabilität wieder hatte, sein stabiles Kraft-System, wie er es ja nennt, geht es auch wieder richtig schön weit. Auch hier war kein großer Fehler sichtbar, ist sehr ruhig. Da war gar kein Fehler drin. Der war ja richtig stark. 225,5 Meter bei 0,75 Rückenwind. Sensationell. Also das war jetzt wirklich aus einem Guss. Der musste nicht mehr korrigieren, der musste nicht zappeln, der musste gar nichts machen. Der konnte wirklich genießen. Und auch sein Trainer konnte genießen. Stefan Kraft. Unglaublich natürlich die Führung für den Österreicher. Und das noch 11,3 Punkte vor Anzi Lanišek. So, es wäre angerichtet. Es wäre angerichtet für Markus Eisenbichler. Aber schau mal, wo die Tupid-Linie ist. Aber Markus ist nicht so gut reingekommen. Er bräuchte jetzt einfach Selbstvertrauen im Flug. Oh, ein bisschen abgesessen. Ja, weg, ja, und dann durchklatscht.
Durchklatscht. Das ist auch ganz schwer, ja. Nee, Markus ist auch nicht unbedingt am aufsteigenden Ast. Hat ein bisschen was zu knabbern bis morgen. Bei Krafti kommt es selbstverständlich. Verliert ein bisschen den Schwerpunkt, tritt dann ins Leere. Danach ist er eigentlich ganz in einer guten Position, aber damit fehlt die Rotation, es fehlt die Geschwindigkeit und dann ist die 200-Meter-Linie wie ein Magnet. Da kommt wieder der Grant. Da kommt der Grant. Der Korb breit. Ja. Der Siegsdorfer hat wieder einen Grant. Ja, die Österreicher und die Deutschen kämpfen auch im Nationencup und da bräuchte man natürlich einen Markus Eisenbichler in Topform. Aber konzentrieren wir uns mal auf den Weltmeister. Weltmeister. Alle Durchgänge gewonnen, der Weltmeister. Marius Hedwig. Ja, am Krafti beißen sie sich im Moment die Zähne aus. Ich lege mich fest, da kommt keiner mehr vorbei. Das war ein außergewöhnlicher Sprung von Stefan Kraft. Es ist ja heute nur die Quali, aber man holt sich Selbstvertrauen. Aber Krafti hat ja schon in Vickersund gut angefangen und ein bisschen nachgelassen. Hier in Oberstdorf ist ein Tag weniger, deswegen ist es sicher gut, wenn man sich gleich Selbstvertrauen holt. Marius Lindwig, 220,5 Meter. Bei mäßigem Rückenwind, muss man dazu sagen. Der Weltmeister in allen Klassen nahezu ist Vierter hinter Hegli. Da schau ja. Also der wird sich das auch einrahmen. Nicht mal bester Norweger, sagst du. Ja. Aber einer kommt ja noch. Aber jetzt schauen wir wieder, wo der hinspringt. Hoffentlich landet der auf dem Schnee. Innerhalb dieses Kessels. Halber Ignar Granerö, der ist schon wieder weit rechts. Boah, der ist extrem weit rechts. Nee, das ist nicht so witzig. Das ist wirklich nicht witzig. Das ist nicht witzig. Der ist durch dieses S durchgefahren auf der Seite von Hillsize und das ist echt gefährlich. So knapp an der Bande. Hoffentlich sehen wir das nochmal. Muss man sich überlegen, ob man überhaupt das so markieren kann. Der ist komplett rechtslastig. Biegt hier ab. Hier sehen wir es vielleicht. Driftet drüber, landet. Und jetzt schau mal, wo der durchfährt. Das ist richtig gefährlich. Hier, schau mal, unter auf der Skispitze. Der Teppich. Ja, das ist da, weiß nicht, was das für ein Material ist. Auf der anderen Seite wären ja die Zahlen, schaut super schön aus. Aber ich denke mir, da muss man drüber gehen und muss vielleicht sagen, hey, vielleicht ist die Chance für manche zu schmal und wir müssen das anders ausgestalten. Gut, es hat alles geklappt. Ja, da sind die Markierung zerrupft. Halbwegner Garnerud war wieder im Tiefschnee. Jetzt aber Karl Geiger. In Oberstdorf noch nicht so wirklich gut geflogen, sagt er über sich selbst. Die Schanze muss ich knacken. Ja, gute Verhältnisse hat er. Flug war auch gut. Gute Geschwindigkeit. Ah, kommt er nicht ganz runter. 220 hat er geschafft. Er wird mir ein bisschen breit. Ich finde es ein bisschen breit in der ersten Flugphase. Dadurch kommt er leicht ins Kanting. 17,5. Jetzt sehen wir es von vorne. Abspringen. Ein bisschen spät auch. Aber in dieser Phase ist er sehr, sehr breit für seine Verhältnisse. Das könnte man vielleicht ein bisschen kompakter halten. Wenn wir das bei Kraft sehen, der ist etwas schmäler und kann noch mehr Geschwindigkeit mit runternehmen. Ja, das Kanting hat sich so etwas eingeschlichen bei Karl Geiger in der letzten Zeit, in den letzten Phasen. So winzig kleine Fehler. Es ist Rang 4. Stark, klar. Ja, na, der springt schon gut. Der war im Training auch in diesem Bereich. Riojo wird sich wahrscheinlich auch dort einreihen. Man muss ja eigentlich die zwei immer ein bisschen separat sehen. Ich denke mir, für einen Sieg gibt es im Moment zwei, drei bessere, aber sie sind jederzeit für einen Top-Platz gut. Schauen wir mal, ob Riojo sich gleich bei Karl einreiht. Oder bleibt ein bisschen hängen? Nee, das ist hinter Karl. Mhm. Macht eigentlich
eigentlich macht Karl den stärkeren Eindruck wie Ryoyo Kobayashi. Auch schon letzte Woche. Also da könnte, dass im Gesamtweltcup, das, ich finde, dass hier die Chancen nicht schlecht stehen. Ja. Ryoyo, ja, da sind nicht mehr so viele gute Sprünge dabei. Das sind jetzt die Außergewöhnlichen, sind nicht mehr die, die werden immer rarer. Aber man weiß es nicht. Ist ein Könner und auch er wird sich morgen noch was einfallen lassen. Ja, ja, dann, wenn es darauf ankommt, kennen wir ja bei Ryoyo Kobayashi. Aber auch er hat, ja klar, man kann das ja nicht auf dem höchsten Niveau, das er hatte, halten. Die ganze Saison über. Hast du schon immer wieder mal gesagt in der Saison, dass das eigentlich nicht geht. Und jetzt verteidigt er halt auf Biegen und Brechen dieses gelbe Trikot. Aber jetzt, ja, mit so einem Ergebnis käme natürlich Karl Geiger wieder nahe ran. Stefan. Kraft gewinnt die Quali. Und das souverän.